Allerdings können wir noch ein paar Lederbeutel hier aufmachen, genau. Dann sieht das ja schon mal nicht schlecht aus, was Geld hier angeht. Ah, vielen Dank fürs Hosten, Lama. Und herzlich willkommen. Freut mich. Was gab's bei euch gerade? Hat das abgesprochen? Danke, auch dir, Timera. Dann mal herzlich willkommen hier, Stardew Valley. Ah ja. Schön, schön. Jep, Hallöchen. So, dann schauen wir mal, ob wir noch hier Richtung Banditenlager kommen, bevor es dunkel wird. Obwohl, es ist ja schon relativ dunkel. Die Frage ist, ob wir hier irgendwie... Warte mal, war ich hier überhaupt schon drin? Ich glaube schon, weil da... Oder war hier ein Bett zufälligerweise? Ne, eine Truhe. Und ein Bett. Okay, doch. Sehr gut. Ja, ich war aber tatsächlich noch nicht an dieser Truhe. Na, schau mal eine an. So, dann pennen wir gerade noch mal bis morgens. Und dann gehen wir frisch gestärkt los. Schauen mal, was das hier wird. Eine nette Blutfliege möchte sich uns schon mal in den Weg stellen. Sehr gut. Das ist ja kein Akt mehr mittlerweile. Varane halt schon eher. Aber wie gesagt, solange sie alleine da sind, geht das alles noch. Da ist gerade ein bisschen Blut rumgesplättert. Entschuldigung, wollte ich nicht. Das war so nicht geplant. Ja, ging so. Wollte ich, ne? Na dann, wenn du das sagst. Ich muss den Stream ja sehr jugendfrei halten. Sonst wird das doch nichts. Ich sehe gerade, ihr macht ja tatsächlich viel Schaden, wenn man euch mal oder wenn ihr mal trefft. Heilen wir uns nochmal schnell hoch. Dann geht's weiter Richtung Banditen. Ich könnte auch, glaube ich, die Rollen echt mal nutzen. So viel Fisch.
So, bei dem Grog, ist das ein dauerhafter Bonus? Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Und YouTube muss man ja so kinderfreundlich wie möglich halten. Weiß nicht, ob nicht den Eindruck, dass es jetzt allzu viel gebracht hat hier. Dann lieber Fleisch. Das ist immer noch am sinnvollsten. So. Was haben wir hier eigentlich schon wieder? Mit diesen Erkundungssachen in den Spielen. Tränke und Schwert, okay. Besser als nichts. Besser als nichts. Oh, guck mal, da können wir noch ein bisschen rumbuddeln. Ich hoffe, da will jetzt nicht irgendeins von den Viechern mich dran hindern. Es summt schon so verdächtig. Ich habe etwas gefunden. So, da unten wird irgendwie rumgesummt. Ich glaube, das sind aber noch ein paar andere Viecher mit dabei, oder? Nee, muss hier erstmal nur fliegen. Oh, ein Sumpfgasdrohne. Explodierst du jetzt noch? Nö. An die kann ich mich auch absolut nicht erinnern. Das könnte sogar schon so ein Vorposten der Banditen sein. Okay. Dann ging es ja da erstaunlich leicht hinzukommen. Ich muss ja gleich meine Rüstung nochmal wechseln. Nichts zu holen. Schade. Na gut, die war wahrscheinlich auch eben voller Sumpfgas. Hallo, Blutfliege. So, haben wir hier das Zeug noch so weit fertig? Ja gut, die sieht auch sehr leicht aus, die Rüstung. Hallo, ich bin einer von euch. Beachtet mich. Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier, was? Gold? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein bist, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden, niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Ja, also wer soll denn da ein Spitzlein schicken? Hühü. Wie sieht's aus?
Ich warte, bis sie einen neuen anfordern und ich an die Reihe komme. Von allen Leuten, die hier draußen sind, kommt nur Franco rein. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Pass bloß auf, mit wem du dich anlegst. Wenn du grundlos einen Kampf anfängst, hast du schnell alle gegen dich. Die meisten haben Angst um ihr Gold und einige der Jungs beschützen sich untereinander. Was weißt du über Raven? Er ist der Typ, der hier mit seinen Jungs als Erster aufgetaucht ist. Er ist der Anführer des Lagers. Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen, glaube ich. Einmal haben sie 5 neue Leute angefordert, weil er seine Wut an seinen eigenen Leuten ausgelassen hat. Ja, der war ja damals schon nicht so nett. Ah. Jungs, hier habt ihr ein kleines Goblin-Problem. Da scheint sich aber auch niemand drum zu kümmern. Naja, holen wir noch ein bisschen Sumpfkraut. Vielleicht freuen sie sich dann. Und rauchen das oder so. Man weiß ja nie. So, haben wir noch irgendwie eine Waldbeere da? Ja. Mhm. Relativ verlassen aus alles. Meine Meinung kennst du ja schon. Hey, was willst du hier? Willst du ins Lager? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Schick mich jetzt rein. Und was, wenn ich Nein sage? Dann warte ich eben noch ein bisschen. Genau. Ja, ich glaube, den Umhauen wird erstmal nichts werden. Schätze ich. Womit denn? So, dann werden wir das ganze Fleisch noch schnell braten. Wohl schnell. Ich glaube, das dauert noch so seine Weile. Gucken wir mal, ob noch irgendjemand was für uns zu tun hat hier. Bei den netten Banditen. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders als hier. Das habe ich nicht schon. Man erzählt sich ja so einiges. Er muss ein Angriff. Das habe ich früher auch immer gesagt. Na komm. Na gut, es waren ja glaube ich auch 50 rohe Fleischstücke, die ich hier noch rumliegen hatte. Das dauert ein bisschen. Aber gut, dass wir eine schwebende Pfanne haben. Nicht alles nicht so mit rechten Dingen zu, ne? So, haben wir alles verbraten? Ich glaube sogar, ja. Cool. Ja, direkt bei Essen, solange es noch warm ist. Dann schauen wir mal, wen wir hier noch anquatschen können. Dich zum Beispiel. Hey, was willst du? Kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Toros nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Toros? Der Toros? Ja, der Toros. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Naja, ja. Pass auf, jeder kennt Toros. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Das will doch keiner wissen. Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht, mich zu verarschen. Es entscheidet immer noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Und?
Hast du alles im Griff? Hier ist alles in Ordnung. Das hab ich früher Solange niemand rein will, der nicht rein soll. Genau das habe ich auch gesagt. Ich speichere mal gerade. Sicher ist sicher. Außerdem haben wir schon länger nicht mehr gespeichert. Franco hat mich geschickt. Hat er nicht. Also verschwinde, sonst breche ich dir die Knochen. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich sollte doch mit ihm reden, oder? Man muss eben aufpassen, dass man die Summe zählt. Torus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay, du willst eine Chance. Du kriegst eine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Sumpfhaie rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilf ihm, mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Wo finde ich Logan? Wenn du vorm Lagereingang stehst, geh an der Felswand links entlang. Es ist ein Stück weit im Sumpf. Okay. Dann schauen wir also von hier quasi dann rechts. Oder warte mal, Lager, ist das hier der Lagereingang? Was seht ihr denn als Lagereingang? Das oder das da hinten, wo ich durchgekommen bin? Naja, wird sich schon irgendwas finden hier, denke ich. Blutfliegen zum Beispiel. So. Und die letzte da hinten noch. So lobe ich mir das. Da ist nichts zu holen. Diesmal haben sie auch gar nicht so viel Schaden gemacht, sehe ich gerade. Vielleicht hat der mich echt nur dumm getroffen beim letzten Mal. Aber gut, hier scheint schon mal nichts großartig zu sein. Oh, bin ich schon so weit im Sumpf drin? Okay. Ist das doch alles etwas kleiner, als ich gedacht habe. Da ist er ja. Hey, du. Schau an, ein neues Gesicht. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Franco schickt mich. Er meint, du kannst Hilfe brauchen. Also, was gibt's? Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nah. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit anpacken. Nur mit Worten kommst du hier nicht weiter. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du die Viecher ausweiden kannst. Aber bild dir ja nicht ein, dass Franco dich direkt ins Lager schickt. Nur weil wir beide hier ein bisschen Spaß mit Sumpfhaien hatten. Es gibt Leute hier draußen, die warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Was gibt's denn im Lager? Die Frage ist doch, was gibt es nicht im Lager? Es gibt doch keine Sumpfhaie, keine Sumpflöcher, keinen Sumpf halt. Stattdessen haben sie Schnaps und Gold. So viel ich weiß, haben sie da auch eine Frau. Alles klar? Ja, die wird ja Spaß haben. Lass uns die Sumpfhaie angreifen. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Verstehe. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf den Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Okay, das speichern wir vorher nochmal. Die waren im ersten Teil nämlich noch relativ übel. Wahrscheinlich hier dann eben auch. Gut, ich kriege XP. Sehr schön. Ja. Oh.
geht, es dauert halt, aber es geht. So, jetzt müssen wir einen erledigt. Ich kann es ja schon ausnehmen. Hey. Nur tote Sumpfeie sind gute Sumpfeie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Okay, cool. Ich glaube, das Snapperkraut war auch ziemlich gut. Oder man konnte halt gute Tränke draus machen. Was haben die Sumpfer jetzt eigentlich gebracht, so an Zeug? Wahrscheinlich nichts Essbares. Obwohl Hai tatsächlich ziemlich lecker ist. Muss ich sagen. Energie 1, Lebensenergie, blablabla. Ja, ich glaube, die werde ich mir dann mal aufheben, soweit. Obwohl, warte mal, Bogenschütze kann ich ja machen. Das habe ich ja eh nicht vor, aktiv zu stickeln. Zähne und Haut, okay. Gut. Dann wollen wir doch mal schauen. Wer bist du eigentlich? Hey, du. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkung und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Es hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel. Ich war selber noch nicht drin. Nur Ravens Leute waren von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Genau. Wann werden neue Leute angefordert? Na, wenn drin welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin. Kannst du mir was beibringen? Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst, ich habe noch welche dabei. Gut, können wir zumindest mit dir handeln, aber das sollte im Moment erstmal nicht so oberste Priorität haben. Erstmal hat Priorität, dass wir in das Lager hier reinkommen. Hier noch irgendwas mitzunehmen? Sieht erstmal nicht so aus. Ich werde mich da nicht einmischen. So, wir haben Sumpfheil getötet. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfheil gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Das habe ich früher auch immer gesagt. Bist du
Wie sieht's aus mit Gold? Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit hier im Sumpf? Du willst Gold? Klar, wie viel willst du? 50 Goldbrocken 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Jetzt schieb ab und tu was! Sonst gibt's nicht mal einen Goldkrümel für dich! Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf, es gibt nur noch eine Sache, für die ich dich brauche. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt, und bring mir diese verdammte Steintafel. Es gibt doch nur noch mehr. Also, wo finde ich diesen Edgar? Willst du den einfachen Weg oder den schnellen? Warum erfahre ich das jetzt? Erklär mir den einfachen Weg. Folge dem Steg bis zum vorderen Tor. Da müsste Sancho stehen. Geh dort links und folge dem Steg. Da sind überall Ruinen. Irgendwo dort sitzt er rum. Ich denke mal, er war schlau genug, sich ein Feuer anzumachen. Das wirst du ja wohl finden. Na gut. Sancho war... War denn Sancho nochmal? Da hinten, glaube ich. Das habe ich früher auch immer gesehen. Dann schauen wir mal nach. Ich brauche sie das nicht. Das ist Miguel. Aber bei Logan wird er wahrscheinlich auch nicht gewesen sein. Oh, hier ist noch eine Höhle, sehe ich gerade. Dann schauen wir doch mal rein. Hi. Tom. Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse. Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich habe für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und hab Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Cool. Jeder braucht ein Hobby. Was hast du da drin? Ein bisschen Gold. Ein paar Pfeile. Das kann man nochmal mitnehmen. Ich glaube, hier brauchen wir aber auch nicht allzu viel zu schnappen. Noch ein Sumpfpfeil. Eine Sumpfratte. Komm mal gerade her. Ja, das würde es halt dauern. Ich glaube, dem Mann ist nicht so unglaublich viel Schaden. Beziehungsweise schaffen es halt nicht, mich zu treffen. Ist halt die Frage, wie es aussieht, wenn der mal treffen würde. Obwohl, ich glaube, er hat sogar getroffen. Ich kriege halt quasi nichts abgezogen. Ich habe sie ja doch noch ein bisschen genervt im Vergleich zum ersten Teil. Was mir eigentlich ganz in den Sinn kommt, was mir ja ganz recht ist.
So, dann komm mal her, mein Lieber. Ich gehe doch mal ein bisschen offensiver hier rein. Ich freue mich aber schon echt drauf, wenn wir dann nachher mal eine Waffe haben, die wirklich mal Schaden macht. Dass das hier alles nicht immer so ewig dauert. Wir sollten nicht allzu nah an die Ratte gehen. Denn sonst haben wir das Problem, dass die uns nachher noch auf den Fersen hängt. Okay, wenn sie treffen, machen sie doch Schaden. Ich darf es halt echt nicht so nah rankommen lassen. Okay. Sehr gut, dass sie so eine lange Angriffssequenz haben. Und wie sie einfach den Kampf aufrechterhalten, dann kriegen wir die auch platt. Der Ratte sollte jetzt ja auch gehen. Voll. Oh, es wird doch ordentlich Schaden gemacht, Madämmchen. Na, dann heilen wir uns nochmal hoch. Wo führt das denn eigentlich hin? Okay, du machst halt auch so ein bisschen was an Schaden. Im Großen und Ganzen ist das noch alles einigermaßen machbar. Bei der wahrscheinlich echt so das Gas, was dann das Problem ist. Wahrscheinlich irgendwie giftig oder so. Auf jeden Fall nicht schön. Mhm, da wartet ja auch noch was Nettes auf uns. Hallo, na? Die vier gehen ja auch einigermaßen mittlerweile. Wo die gingen ja von Anfang an sogar schon. Waren ja damals schon relativ gut mit denen zurechtgekommen, als wir hier ins DLC-Gebiet gegangen sind. Hm. Hier haben wir eine Höhle mit irgendwas drin. Auch was zum Knacken. Sehr gut. Eine Knack- und Backmischung. Jetzt brauche ich mal nur was zum Backen dazu. Boah. Ganz okay. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das Drachenblut. Das war ein Trank, oder? Nee, scheinbar nicht.
Hm. Stimmt, einen Erzbrocken habe ich. Wir brauchen, glaube ich, 5 nachher für die Dings. Dass wir dann... Ja. Erzbrocken, gut, da haben wir schon mal 2. Sehr schön. Wird es ja doch so langsam. Hm. Keine Ahnung, was dieses Drachenblut ist. Nö, hier ist nichts dabei. Okay. Wird sich vielleicht schon irgendwie noch ergeben. Eine Stabkeule. Ich dachte, ich wäre noch irgendein Viech drin gewesen. Ah ja. Auch wieder so ein Feuer... Teufel, ja, okay. Wie gesagt, das können wir knicken. Dann nehme ich mir einfach nur schnell das Zeug und gehe dann wieder. Hier wird es dann noch weiter hoch zu irgendeinem Tempel gehen. Da oben kämpft was. Aha. Und du bist ja, glaube ich, einfach nur rumgelaufen. Hast du nicht mal was gegen was gekämpft? Habe ich den Eindruck. Dämmchen. So. Ja, das war jetzt Verschwendung. Eigentlich hatte ich auch nach unten gedrückt. Aber ja, man sieht, es hat sich gelohnt. Hey, ihr sollt einzeln kommen, bitte. Zu zweit wird das nämlich nichts. Ja, wie gesagt, dieser Charakter hält nichts aus. Mal gucken, ob wir den wie einzeln anlocken können. Du bist erstmal dran, vielleicht kriegen wir es jetzt auch hin, dich ein bisschen besser zu erledigen, ohne dass wir so viel einstecken. Dann können wir uns nämlich auch die Lebenstränke gerade nochmal sparen. Es scheint aber echt einiges auszumachen, ob die Gegner halt jetzt über mir stehen oder nicht. Jetzt greif an! Kommt einmal aus dem Takt hier raus. Und dann reagiert er halt schon wieder nicht so, wie er soll. Na gut, siehst du mal. Doch mal noch ein bisschen was gespart. Du warst tatsächlich gerade mal schön weit weg von dem anderen Minecrawler. Von daher, los geht's.
Ja genau, bleib mal da, dann könnte ich die mir so ein bisschen weghauen. Weil du ja nämlich nicht so viel rumläufst und besser zu erledigen bist. Dankeschön. Charakter, wie lange brauchst du denn noch? Oh, wir haben es so gut wie. Sehr schön. Wir haben bald eine neue Stufe. Leider immer noch keinen gefunden, der mich hier im Eigen- oder in Stärke unterrichten könnte. Aber ich denke, bei den Banditen wird er bestimmt Jana sein. Komm. Lieber Minecrawler. Jawohl. Sehr schön. Brauchen wir denn nochmal den Bergkristall? Zumindest gibt es hier noch ein paar mehr Minecrawler. Yam, yam, yam. So, ihr seid aber normale Minecrawler, keine Warrior, oder? Ja. Trotzdem immer nur einzeln, bitte. Dann klappt das auch etwas besser mit dem Kämpfen. Dankeschön. Zwei bitte. Ich glaube, dann hauen wir hier noch ein paar Minecrawler platt. Und schauen, was diese Höhle sonst noch so bietet. Ich mein, im Moment haben wir das Glück, dass die ja noch hier alle machbar sind, die hier so rumrennen. So, und weiter geht's. Der nächste, bitte. So, sei schon brav. Danke. Echt bisher erstaunlich gut machbar hier. Ist überall da so ein Bergkristall dran? Nee, ist er nicht. War ja klar, dass da wieder irgendwas Dickes jetzt drin ist. Achso, du bist eine Ratte, oder? Zwei Ratten. Gut, dann bist du halt zum Glück nur die Gewüstenratte. Kein allzu dicker Gegner, wo ich Probleme mitkriegen könnte. Oh, ich nehme das zurück. Ich glaube, ich muss echt ein bisschen hier auf die Platzierung achten. Dass sie halt nicht immer zu zweit angreift. Ja, wie gesagt, das wird so nichts. Leider ist das halt echt so eine Sache, die sie dann in Elex wieder zurückgebracht haben. Etwas klobiges Kampfsystem mit starken Gegnern und viel zu schwachen Spielercharakteren. So, dann komm du jetzt mal her.
Hat ein bisschen mehr Schaden gemacht, als ich eigentlich wollte. Aber hey, wir haben genug Fleisch. Dein eigenes Fleisch. Das nutzen wir jetzt, um uns wieder hochzuholen. Heilen. Oder beziehungsweise später mal. Noch ist es ja nicht gebraten. Dankeschön. So, Hallöchen. Dann darfst du jetzt nämlich auch mal kommen. Jetzt, wo du alleine bist, ist das in Ordnung. Auch wieder sehr aufdringlich, die Liebe hier. So, was gibt's hier Schönes? Oh, eine Menge Gold, cool. Geweihtes Wasser. Ah, wahrscheinlich kommen dann Untote. Also nochmal, ich will nicht die ganze Dietrich an dieser einen Truhe verschwenden. Müssen wir den Kampf nochmal neu machen. Wie gesagt, einzeln bitte. Komm. Genau. So geht das doch schon besser. Ich darf hier echt nicht rumexperimentieren oder halt aus dem Rhythmus rauskommen. Das endet sonst sehr schnell sehr fatal. So, wenn du jetzt schon so viel Schaden gemacht hast, hoffe ich mal, dass es nachher mit deinem Kollegen da hinten besser geht. Ja, noch nicht so wirklich. Weil theoretisch könnte ich hier, glaube ich, auch mal wieder eine bessere Rüstung anziehen. Sind ja erstmal keine Banditen. So, Nummer 1. Was haben wir jetzt hier? Rechts, links. Okay, rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Okay. Da habe ich da sogar noch eine schlechtere Ausbeute hier drin gehabt. Ist da unten noch eine Truhe? Ich glaube, das lohnt sich ja richtig hier. Ring, cool. So. Fisch, Mana und Geld. Dankeschön.
Du bist wohl scheinbar nicht so erfreut, dass ich hier mich umschaue, oder? Aber wenn du da rumhängst... Ich glaube, das können wir mal ausnutzen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, ich glaube, die Spruchrolle kann jetzt auch nicht so wirklich schaden. Jetzt haben wir es da noch eine Ratte. Auch noch ein Kristall, da wäre noch ein Minecrawler. Ich glaube auch einigermaßen normale Minecrawler. Wo die Warrior ja auch gehen. Solange sie einzeln da sind, ist das ja alles einigermaßen machbar. So, erstmal auch mir ein bisschen das andere Zeug auf. Viel springt halt echt nicht so wirklich viel. Ah, du scheinst, glaube ich, Warrior zu sein. Mal schauen, kriegen wir dich einzeln angelockt. Ja, das sieht gut aus. Dann auch dir nochmal ein fröhliches Hallo. Nicht aus dem Konzept hier rauskommen. Was im Angriffsmuster. Wie gesagt, das dauert aber viel zu lange, bis der wieder angreift. Dann ist man halt offen für Treffer, wie man hier gesehen hat. Sehr schön. Allerdings wieder zu viel Schaden genommen. Noch haben wir ihr Heiltrink, von daher können wir sie auch mal nutzen. So, die Herren, weiter geht's. Aber ich muss sagen, es ist echt angenehm hier mit der Höhle im Moment. Also es ist noch nichts, was hier so extrem overpowered ist. Noch lassen sich alle einigermaßen gut zerlegen. Na komm, du hast nicht mehr allzu viel zu melden. Dankeschön. So, als nächstes ein paar Ratten. Mal wieder. Danke fürs Sterben, sehr freundlich.
Die kommt jetzt auch schon wieder zu zweit, wie das aussieht. Der eine hat direkt Aggro ge... Na gut, aber du bist jetzt hier unten. Du bist allein, allein. Ah, auch eine knappe Sache. Ja, das ist jetzt ungünstig. Genau, bleib ruhig mal. So, willst du deinen Freund hier unten fressen? Das kannst du meinetwegen machen. Da kann ich, glaube ich, einigermaßen mit umgehen. Und so schnell ist das ganze gebratene Fleisch auch schon wieder weg. Wenn ich mir das mal so ansehe. So, bitte kein Kannibalismus. Gehört sich nicht. Echt noch ziemlich tief hier rein, wenn ich mir das mal so anschaue. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wäre so ein bisschen Höhle und gut ist. Oder halt ein Tempeleingang. Dass so viel Höhle rum noch ist. Und eine Menge Schätze. Cool. Irgendwas, was töten könnte? Ne, ich glaube erstmal nicht. Schizonics, willkommen. Freut mich, dass du reingeschaut hast. Oder im Moment halt noch reinschaust. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Okay, das wäre es auch tatsächlich mal wieder wert zu speichern. Sind wir auch schon wieder draußen. Wird knapp, aber gerade so geklappt. Ich müsste mal kurz raustappen. Obwohl, nee, bei mir läuft er eigentlich flüssig. Ich habe mir ja noch hier auf. Wahrscheinlich ist dein Internet gerade ein bisschen zu sehr überlastet. Also ich habe mir noch mal auf dem Laptop auf. Da läuft's flüssig. Das klingt aber halt auch tatsächlich so, als ob das Internet gerade nicht ausreicht. Wenn du alle 10 Sekunden so einen Buffer hast. Wo bin ich jetzt eigentlich hier? Hier oben, sieh mal einer an.